Moins und Baggers und Margarinen. Margarinen, das ist so ungewohnt. Das ist das allererste Mal, dass ich für YouTube ein Video aufnehme. Deswegen müssen wir uns hier für dieses Intro noch irgendwas ausdenken. Aber wir nehmen einfach dieses Standardding. Moins und Baggers und Margarinen. Heute gibt es ein bisschen iRacing. Ich muss ja ganz ehrlich sagen und auch behaupten, ich habe richtig verkackt im Livestream. War ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation und habe mir jetzt richtig gute Lehrer geholt. Also so eine richtigen Granaten. Also wenn Michael Schumacher quasi iRacing fahren würde, würde der nach den Jungs quasi mal ankommen. Und zwar haben wir heute nämlich da, over the clock, Reini. Moin. Guter Zeitgenosse, damals schon BPRL gefahren, richtige Rakete. Dann haben wir noch dabei Zentren. Man nennt ihn auch den Controller. Ja, moin. Legendär. Richtiger Granatenfahrer. Und dann, und jetzt kommt die größte Legende, auf den haben wahrscheinlich alle gewartet. Die Menge schreit und grölt, klatscht, der Folierer himself, Pete Snake. Moinsen. Du hast Dicken vergessen. Dicken. Moins Dicken. Okay, passt auf, was das hier eigentlich werden soll oder werden wird, um da auch kurz mal auszuholen. Ich fahre mit den Jungs sehr viel ACC, also Assetto Corsa Competizione, gemeinsam Endurance-Rennen. Und der gute Xentren und ich, wir sind zu den Jungs mit ins Racing-Team gegangen, Getpool Racing. Und ich habe mir überlegt, damit wir noch mehr Möglichkeiten haben, Endurance zu fahren, schauen wir uns iRacing an. Und das machen wir quasi gemeinsam, mit den Jungs zusammen. Wir haben uns heute was rausgesucht. Und zwar gebe ich jetzt kurz das Wort an den Teamleiter ab, weil das ist ja quasi hier sowas wie eine wöchentliche Trainingssession. Und Herr Teamleiter, was fahren wir denn heute? Cool, fühlt sich keiner angesprochen. Ja gut, Dizzy, ja, schön. Ich war gemutet, sorry. Ich dachte, Pete grätscht jetzt rein oder du, weil ihr seid ja beide Teamleiter. Oder? Aber ich wollte Reini, den Owner des Teams, eigentlich den Vortritt lassen. Also Reini, hau rein jetzt und mute dich nicht wieder. Echt mal, das ist hier ein Dialog. So, IMSA fahren wir heute. Und zwar auf Suzuka. IMSA sind welche Fahrzeuge? In der IMSA. Da GT. Haben wir GT3. Genau. Und GTEs. Genau. Genau, und das war's. Jetzt und die Dallaras. Ah, der Dallara, LMP2 fährt auch noch mit, genau. Jetzt habe ich ja hier folgende Frage. Was fahrt ihr denn heute? Wir schließen dich an und fahren den Benz. Echt? Fahren wir alle Benz heute? Ja, ich bin dabei. Du auch, Zentrum? Ich fahr mit. Oh, nee. Mann, was, wenn ich jetzt Letzter werde, kann ich das nicht aufs Auto schieben, Jungs. Ich kann auch ein Audi nehmen. Na bitte, ja. Das ist doch schon mal ein Anfang. So. Wir fahren also Suzuka. Witzigerweise, heute ist übrigens der 24.09. Fanservice. An diesem Tag habe ich im Livestream unter twitch.tv/hcdizzy auch gerade Suzuka gelernt. Das heißt, ich habe heute mal den direkten Vergleich, wie iRacing eigentlich funktioniert. Ich möchte noch mal dazu sagen, für euch als Erklärung, wir werden diese ganzen Mazda Cups und die Einführung in iRacing nicht mehr so genau behandeln, weil ich das schon gemacht habe und ich meinen Account jetzt nicht unbedingt resetten wollte, da ich schon sehr viel, wie soll ich sagen, es war schon ein großer Krampf, da reinzukommen. Aber um euch das jetzt mal kurz in den Ausblick zu geben, auch für mich, um euch zu zeigen, wie ihr das eventuell selber sehen werdet auf dem Bildschirm, bevor wir ins Rennen reingehen, das sieht quasi so aus. Das ist hier der Launcher, in dem wir drinne sind. Und wir können quasi hier oben unter Current Series, können wir halt nachgucken, was wir fahren. Ich bin übrigens by no means irgendwie ein Profi. Ich erzähle euch nur, was aus meiner Sichtweise hier passiert. Und wir fahren IMSA, weil ich mir persönlich, als ich mit iRacing in die C-Klasse gekommen bin, wie ist eine C-Klasse angesiedelt, Leute? Noob? Noch? Medium? Nee, nach Rookie kommt die D-Klasse, dann die C-Klasse. Da kann man schon sehr viel fahren und dann kommt halt B und A. Also noch nicht ganz durch, das Fleisch. Nein, aber alles gut.
Ja, nee, na klar, ist alles gut, natürlich. Und wir haben uns für Imsa entschlossen, weil ich, wie gesagt, den AMG, also den Mercedes schon habe und heute auch Suzuka gefahren bin. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal alle samt in Trainingssession 529 rein. In Australien ist sie. Machen wir das? Machen wir. Gut, dann registriere ich mich jetzt dafür und dann gehen wir da jetzt mal rein. Ich bin ja mal gespannt, wer heute der Langsamste sein wird. Soll ich jetzt ein Audi nehmen oder Mercedes? Wir fahren alle Mercedes. Wir sind ein Team, Zentren, okay? Und Alright. ich sehe am Ende aus wie ein Arsch, weil ich zu langsam bin, okay? Alright. Okay. Ich ziehe mir jetzt mal die Handschuhe an hier. Fahrt ihr eigentlich auch alle mit Handschuhen? Jo. Nö. Oh, natürlich. Pete wieder. Ah, wer sonst? Wer Ich brauche sonst? das echte Gefühl. Ja. Na klar, wie bei der Daily Quest jeden Morgen, ne? Das echte Gefühl. Das sollst du doch nicht erwähnen. Was denn? Nee, schon gut. Warum soll ich das jetzt wieder nicht sagen? Da wird man noch blind von, habe ich gehört. Ey, ich hab dich angepriesen als der Salamifolierer schlechthin. Also bitte. Aber wir haben wisst ihr, was mir schon immer aufgefallen ist? Seitdem ich Reini kenne, ist Reini mehr so ein ganz ruhiger Typ, ne? Man muss ja dazu sagen, kleine Anekdote. Reini war schon immer sehr, sehr schnell. Reini, wie viel Erfahrung hast du im Simracing? Wie lange warst du drin? Ach, das sind mittlerweile, ich würde fast sagen, 20 Jahre rum. 20 Jahre. Ja. Aber Reini ist wie ein, ich sag's mal, sehr guter LKW-Fahrer. Der fällt nie auf. Der ist schnell. Aber der fällt nie auf. Bei Xentrin wusste man zum Beispiel früher mal als Anekdote, damit ihr auch die Jungs mal ein bisschen kennenlernt. Xentrin ist früher mit Controller bei uns in der Racing Liga gefahren. Absolute Rakete. Unfassbar schnell. Und ist auch immer hinter Reini hinterher gefahren. Und Reini hat, glaube ich, drei Seasons hintereinander dominiert mit Xentrin vorne. Die sind sozusagen eine halbe Stunde gemeinsam im Kreis gefahren und haben sich gegenseitig sozusagen hinten eingehängt in eine Anhängerkupplung und Gas gegeben. Und Pete ist ja bekannt für seine große Schnauze, die er ja nur hat, weil er aus Hamburg ist. Aber bei Reini, niemals hat Reini irgendein Merkmal gekriegt, wofür man ihn kennt, außer dass er schnell ist. Ah, intern gibt's sowas. Aha! Also das kann der Piet ja sagen. Aha! Das kann Pete sogar machen, weil währenddessen, ich wurde nämlich heute ganz kurz, auch da an der Stelle nochmal die Anekdote, bevor Pete reingrätscht. Ich wurde nämlich zugeschissen mit Trading Paints. Ich bin im Trading Paint Game drinne. Es ist geladen, es ist ready und ich habe Setups gekriegt. Und die Setups darf ich euch nicht zeigen, weil die gehen euch einen feuchten Kehricht an. Sowas macht man nämlich nicht, habe ich gehört. Und deswegen lade ich das, währenddessen euch Pete die Anekdote zu Reini erzählt. Ich bin jetzt etwas überfordert. Ich weiß nicht, welche Anekdote, aber Reini rastet, wie du schon sagst, so gut wie gar nicht aus. Wenn das Reini gerade meint. Oh, das Ich weiß ich glaube, sogar, das. was er meint. Ja, was denn? Mutti? Ja, okay, die Mutti. Ja, aber weil sie alles gemacht hat früher in der BPRL und deshalb hat sie so einen Spitznamen, Mutti. Aber es gibt auch so Szenen, wo er dann halt auch mal abgeschossen wurde und das höchste der Gefühle an Ausrasten ist, die Handschuhe ausziehen und aufs Lenkrad. Naja, schmeißen kann man nicht sagen, eher so etwas heftiger drauflegen. Das ist richtiges Ausrasten bei Reini, alias Over the Clock, alias Mutti. Wir gehen jetzt mal kurz hier rein. Können wir kurz bei Reini spectaten? Ist Reini auf der Bahn? Nee, ne? Ja, noch nicht. Nee. Ist schon irgendeiner draußen? Assistentin auch nicht draußen? Piet? Also ich bin in der Box. Ja, ich bin auch Wenn schon du drauf. willst. Ja, ich wollte nur mal kurz rein spectaten. Und ich wollte auch so ganz klassisch einfach runterspielen, dass wir die ganze Zeit beim Intro Musik laufen lassen haben. Ich bin natürlich ein super vorbereiteter Videoaufnehmer und höre nebenbei Musik. Also sie ist jetzt weg, okay? Entschuldigung für den Start. Kann ja mal passieren. Wisst ihr, was ich schick finde? Dass die Autos in den Farben sind, die ich gerne mag. Oh, das freut uns. Warum fahrt ihr eigentlich zusammen gerade? Keine Ahnung. Also nebeneinander. So, jetzt bin ich ja mal auf eure Rundenzeit gespannt, ne? Boah, was ein Ich bin kein Livery, GT3-Fahrer, DC. du. Oh, da kommt schon wieder die Ausreden rein.
Übrigens, ein kleiner Tipp, Pete, ne? Falls du noch ein bisschen unerfahren bist. In den ersten zwei Runden sollte man die GT3s nicht so sehr ballern, weil da die Reifen noch nicht warm sind. Okay, danke für die Info. Das hat Pete mir nämlich vorher. Oh, wer hat sich denn da hinten abgedreht? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Oh! Ja. Okay, großartig. Ich glaube, das wird eine gute Session heute. Also, was ich mir so als Ziel gesetzt habe, dass wir heute vielleicht noch so ein Rennen oder vielleicht zwei fahren. Okay. Okay. Ja. Wie lange ist denn Imsa? Stunde? Oh shit, na dann fahren wir vielleicht eins. Okay. Oh, na ich dachte, hier ist eine halbe Stunde Rennen. Nee, Stunde. Ja, cool, denn eine Stunde Practice und eine Stunde Rennen oder was? Oder müsst ihr früh schlafen? Sagt Mutti etwa, ihr müsst ins Bett oder was? Weiß nicht, was Mutti dazu sagt. Ich sage jetzt dazu gar nichts. Ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal schon mal gar nicht, weil ich gucke hier erstmal einfach nur kurz mal zu. Ich bin ja ein bisschen, muss ja gestehen, ich bin sehr verlauft und sehr froh, dass ich mir als erstes den AMG gekauft habe. Ich finde den sehr schön. Der hat einen sehr tollen Sound auch in iRacing. Das stimmt allerdings. Also iRacing bekommt das ja immer sehr schlecht hin mit Sounds. Ist aber das wirklich AMG, so? Ja, leider. Ah, okay. Aber den AMG haben sie gut hingekriegt in Sachen Sound. Der klingt wirklich sehr brodelig. Das stimmt, ja. So, Pete. Jetzt möchte ich aber was sehen hier. Ich guck mal hier nach deine Labs. Du hast noch keine reingeknattert. Ich möchte jetzt sehen, was du machst. Ah, Licht? Ich gut, war Licht. Noch nicht. Ich kenne die Strecke nicht. Du kennst die Strecke nicht und das Auto nicht. Die Strecke kennst du auch nicht, oder was? Was für ein Quatsch. Doch. Strecke also, kenne ich aber mit dem TCR halt. Ich bin 228 bin ich gefahren heute. In ACC habe ich geschafft. Schaffst du? Das weiß ich nicht. Hier sind die Zeiten ein bisschen anders. Da hat sich gerade angehört, als wenn du vom Stuhl gefallen bist. Ich habe gerade, Pete, was machst du denn da, Saba? Ich bin ja sehr gespannt, was Xentren so macht, ne? Also ich denke, auch so ist das ein sinniger Anfang. Also gerade auch beim Mazda, um euch meine Erfahrungen mal zu teilen. Bei Mazda bin ich auch sehr, sehr viel Probe gefahren und habe die Strecke kennengelernt, bevor ich mir überhaupt irgendwann mal ein Auto rausgesucht habe. Und das hat auch 3-4 Tage gedauert, bis ich in C angekommen bin. Ich hatte so ein bisschen meine Startschwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und naja, mittlerweile geht's. Jetzt habe ich ja gute Lehre an der Stelle. Aber um euch auch kurz mal mitzunehmen und euch zu erklären, warum ich mir eigentlich den Mercedes ausgesucht habe oder warum ich in GT3 fahren möchte. Ich habe durch Assetto Corsa sehr viel Affinität für die GT3-Fahrzeuge gekriegt. Und den Mercedes bin ich noch nie gefahren und alle haben so geschwärmt von diesem Gerät. Und muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ihn sehr, sehr schön finde. Und deswegen habe ich mir den gekauft und bin direkt in Imsa reingegangen, um sozusagen einen guten Start zu haben. Oh, jetzt bin ich immer gespannt, Pete. Wenn du durch bist... Das ist keine gute Zeit. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ich guck mal. Mal sehen, ob ich dich schlagen kann. 202,6. Ja, ist keine gute Zeit. Nee, läuft nicht. Okay, dann guck's mal kurz bei Reini rein, weil ich orientiere mich ja auch ein bisschen an den Jungs. Ich hab erst nur mal Lenker und alles einstellen müssen. Boah, wie die Ausreden kommen hier! Gut vorbereitet. Aber Reini geht jetzt auch so langsam. Wobei Xentren. Ich hab mein Outlap. Xentren müsste eigentlich schon eine Runde gemacht haben. 2028. Oh, dass Pete mal vor Xentren ist, hätte ich ja nicht gedacht. Muss man ja mal sagen. Mal gucken. Wenn Reini durch ist, dann gucke ich auch mal rein. Mal sehen, was das so wird in dem Rennen. Ich bin auch schon, bevor wir die Aufnahme angefangen haben, bin ich heute auch schon mal rein und habe getestet kurz. Es war interessant, ich habe mich rausgedreht. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe mich rausgedreht.
Weil ich nicht wusste, dass die Reifen wirklich so allergisch sind. Okay, was haben wir für eine Zeit bei Reini? Die kommt jetzt dann in der nächsten Runde. Ah, das sehe ich gerade, sehe ich gerade. Mal so eine Frage für zwischendurch. Für die Leute, die eventuell jetzt nicht gerade so extrem im Kopf drin sind. Wie sollte man am besten mit iRacing anfangen? Also wirklich so dieses Grundgestell. Was sollte man als erstes machen? Worauf sollte man achten? Ich sage mal, man sollte sich ein bisschen auskennen halt schon im Racing-Geschehen, ne? Ohne Erfahrung würde ich hier nicht einsteigen. So gar nicht? So gar nicht, ne. Würde ich erst was anderes fahren. Okay. Würde ich auch so sagen, ja. Wenn man noch gar keine Berührungspunkte mit Sim-Racing gehabt hat, zum Einsteigen wahrscheinlich sogar das Falsche, ja. Also meint ihr eher sowas, dass man vielleicht vorher nochmal ACC fährt, also Assetto Corsa Competizione oder... Zum Beispiel. Okay. Oder Race Room, sowas. Ja. Genau, zum Reinschnuppern ist das auf jeden Fall besser, ja. Aber gesetzt den Fall, man hat so ein bisschen diese Erfahrung und spielt mit dem Gedanken, iRacing anzufangen. Wie seid ihr denn selber reingegangen? Jetzt mal Zentren. Wie hast du mit iRacing angefangen? Ich bin damals in Racing gefahren. Ja. Und hab dann halt durch Zufall, oder was heißt durch Zufall, auf YouTube und Twitch, sage ich mal, Streams gesehen von iRacing. Mhm. Und es hat mir halt gefallen. Allein halt dieser Wettbewerbsmodus, sage ich mal, ja, dass du halt mit anderen dich messen kannst und Punkte etc. Das hat mir einfach zugesagt und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, holst du dir halt mal den Monat für irgendwie, ich glaube damals waren es 3 Euro, so ein Angebot. Und habe ich reingeguckt und ja, hat mir halt gefallen. Da bin ich damals sogar noch mit einem alten Lenkrad gefahren, was nur 90 Grad nach links und 90 Grad nach rechts ging. Also halt kaum Winkel hatte, ja. Und ja, so bin ich eingestiegen damals. Uff. Und genau in dem Moment fährt Reini über die Ziellinie mit 2017. Gut. Ich schmeiß mich dann auch mal auf die Strecke. Wie hast du denn damit angefangen, Reini? Bei mir war es so, ja, tatsächlich wegen Teamrennen, dass man 24-Stunden-Rennen so Sachen fahren kann. Und da blieb als einzige sinnvolle Option eigentlich nur iRacing. Und weil man halt zu jeder Zeit Rennen fahren kann. Egal welche Uhrzeit, sind halt immer Server da und finden Rennen statt, ohne dass man sich in der Liga suchen muss. Das war so der Hauptgrund. Oh, jetzt bin ich selber auf der Strecke, jetzt muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren hier. Genau, und dann ist man halt auch irgendwie dann hängen geblieben, ja? Wenn man da einmal in dem System drin ist. Kommt man schwer wieder weg. Das stimmt ja. Und natürlich diese Competition mit Rating hat man natürlich auch. Ist halt natürlich ein kleiner Ansporn, wenn man sein Rating hochfahren kann. Ich bin ja so ganz zärtlich auf der Gaspedal. Oh. Okay. Machen wir noch schnell das Auto ein bisschen leiser. Pete, wie hast du denn angefangen mit iRacing? Auch ähnlich wie Reini, was Reini eben gesagt hat. Und du kennst vielleicht auch noch den Marcel, den Malocha-Jungen, der ist ja damals BPL mitgefahren in unseren Ligen. Ja. Und der, es war so aus unserer Community, sage ich mal, von der ehemaligen BPL, so der Erste, der zu iRacing gegangen ist und aktiv gefahren ist. Und der hat schon oft Bericht gegeben und auch mal was gezeigt und das war halt sehr interessant. Und was Reini auch meinte, wegen diesen ganzen Teamrennen und halt, dass man wirklich jederzeit, du kannst rund um die Uhr, auch nachts, wenn du Schlafprobleme hast, ne, hoch, setzt dich in ein Auto, trainierst ein bisschen und fährst gegen andere Plebs, ne, die, egal, Australien, USA, Brasilien, Afrikaner, Russen, wo du hin willst. Mit denen kannst du dich messen. Ist das denn hier auch Raspis Huka Bled oder? Okay, ich kann kein Russisch, aber. Nee. Was? Ist nichts. Also, wenn man es übertreibst, dann kannst du hier da alles melden.
Ja. Auch auf Trainingsjahren übrigens, wenn es da müsst, brauchst, kann man das melden. Und wenn es zu heftig war, wirst auch gebannt. Okay. Boah, jetzt also so. Ich muss mich halt wirklich echt konzentrieren. Das ist so vom Fahrverhalten nicht ganz dasselbe. Wie. Das ist stabil, ne? Nee, wollte ich gerade sagen, es ist gar nicht so stabil, wie man sich das vorstellt. Vor allen Dingen am Gashahn muss man auch relativ zärtlich sein, damit man über die Dings kriegt. Aber ich bin jetzt aus der Inlab raus. Nee, aus der Outlab? Outlab, ne? Nee, Outlab. Ich fahre jetzt gerade meine erste Runde. Oh, pfuh, das ist krimi. Das mochte ich zum Beispiel sehr an iRacing, als ich... Wow. Oh, da ist jemand in mich reingefahren. Der wollte... Okay, den habe ich gar nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben, aber... nichts passiert. Der gute alte Porsche. Oh. Genau, in iRacing gibt es halt kein Radar. Da muss man dann in der Blackbox relativ dann anhaben und das im Auge haben. Wie er so vor oder hinter dir ist. Ich bin natürlich jetzt, muss ich ja gleich dazu sagen, an die ganze Zuschauerschaft da draußen, ich bin natürlich nicht bereit, Höchstleistung zu ziehen heute, ne? Also, muss mich da natürlich auch erstmal ein bisschen reinwürgen. In das, in die Sim. Aber was ich halt persönlich sehr mag an iRacing, ist das Force Feedback irgendwie. Es ist zwar nicht so genau, aber irgendwie ist es sehr, sehr hart. Ich glaube, ich habe gerade jemanden leider Gottes ein bisschen abgedrängt, habe ich das Gefühl, hinter mir. Zwei zwölf habe ich. Eieiei. Oh Gott. Also eure Zeiten, glaube ich, werde ich heute nicht schaffen. Da muss ich mal, muss ich ganz ehrlich sein. Habt ihr mehr Erfahrung? Aber was ich nochmal aufgreifen möchte, währenddessen ich mir einen ablenke und einen Wolf mache, diese Trading Pains Geschichte. Warum ist das so ein Meme geworden mit diesen Trading Pains? Kann mich da mal jemand aufklären? Kann die eigentlich... Ich kann da jetzt gar nichts zu sagen. Vielleicht war das nur so bei dir im Channel, wo du das... Glaube auch, ja. Meint ihr? Ja. Also ich kenne dort nichts. Ist das nicht von elementarer Wichtigkeit, Trading Pains anzuhaben? Ist ein Standard-Tool, aber ist jetzt eigentlich nichts Besonderes in dem Sinn. Also wichtig ist es in dem Sinne, dass du halt dich als Team mit deinem Livery präsentieren kannst. Was ist denn das Livery, um den Leuten das halt kurz mal zu erklären? Livery heißt auf Deutsch Lackierung. Die Lackierung, ja, okay. Genau. Ja. Manche haben ja auch noch Sponsoren und so und die sind dann halt auch sichtbar. Oh ja, ja, ja. Genau, da E-Sport-Veranstaltungen oder die ganzen offiziellen Events, was halt bei iRacing selber gestreamt werden, nutzen das natürlich auch. Und da wird es dann natürlich dann ein essentielles Tool, um sich zu präsentieren. Oh Mann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen vermisst, Entschuldigung. 278 bin ich gefahren. Wo stehen denn gerade eure Runden, um da kurz mal noch mal rein zu grätschen? 207. Oh, da bin ich schon gar nicht mehr so weit entfernt von Xentrin. Ich komme. Okay, also Trading Pains, kurz gefasst, sind einfach die Custom-Lackierungen, die man selber in dem Spiel haben kann, ja? Genau. Alright. Und wir haben ja auch so ein geiles Ding bei Getpol, ne? Aber richtiges Brett. Richtig. Richtiges Brett, sag ich euch. Ist die Lackierung.
Oh Mann. Ich glaube, ich habe schon wieder ein Gestänker gerade hinter mir. Ich weiß, ich muss mir definitiv nochmal einen Sorry hinten auf das Ding machen. Lass die Boys mal schnell vorbei. Damit ich die nicht blockiere, weil den einen habe ich nämlich gerade blockiert, weil ich zu langsam war. Oh, wie läuft denn hier eigentlich dieses Strafensystem ab? Kann da vielleicht mal einer irgendwie noch einen Schnack zu was sagen, damit Leute eventuell auch wissen, wenn wir mal über Strafen reden, was da los ist? Also es gibt, wenn du hart cuttest, dann gibt es halt Zeitstrafen. Ja. Das wird dir angezeigt, das musst du in so und so vielen Sekunden musst du deine Strafe absitzen. Also auf der Strecke musst du dann halt langsamer machen. Und dann gibt es diese Inks. Incidents. Diese Incidents, genau. Auf Practice-Servern ist das nicht relevant, aber im Rennen. Da darfst du nur so und so viel machen, meistens 17. Und wenn du die erreichst, dann musst du hast du eine Drive-Thru. Kriegst du eine Drive-Thru-Strafe. Jo. Eine Durchfahrtsstrafe. Und dann kannst du wieder irgendwie 2 oder 5 machen und dann hast du wieder eine. Irgendwie ist mein Spotter super leise. Ja, musst du die Lautstärken-Optionen nur noch regulieren? Das muss ich gleich mal machen. Genau, nochmal kurz zu Dings. Also es gibt halt je nach Serie und Event ist das Limit natürlich immer anders. Oder je nachdem, wie lange das Rennen geht und so weiter. Es wird dann immer entsprechend angepasst. Und ja, es gibt eben diese Off-Tracks, wenn man halt von der Strecke abkommt. Das ist dann meistens ein Ink. Und dann gibt es halt noch Car-Contact. Der zählt meistens für beide. Oder so gut wie immer eigentlich. Egal wer dann schuld war. Und, das sind 4 Punkte gleich. Das haut dann schon richtig rein. Und dann gibt es noch, wenn man sich alleine dreht, dann sind es 2 Inks. Ja. 2, oder? Ja, 2. Genau. Und wie bei der IMSA zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber es werden so um die 20 Inks sein, oder? 17, glaube ich. 17, also ich genau. Meine. Dann bekommt man Zeitstrafe und dann gibt es nochmal eine Grenze, da wird man dann disqualifiziert. Gut. Dann wissen wir ja schon mal Bescheid fürs Rennen, weil wir fahren heute auch noch ein Rennen nach dem Training. Also wir trainieren quasi einfach nur, um kurz mal ein bisschen wieder reinzukommen und dann fahren wir auch noch ein Rennen. Und dann gucken wir mal, wer hier Strafen kriegt und wer nicht. Und ich muss ganz... Entschuldigung, erzähl erstmal. Nee, mach du. Zu den Rennen müssen wir sagen, weil wir haben alle unterschiedliches I-Rating, werden wir wahrscheinlich nicht zusammenfahren. Ja gut, das kann ja passieren. Das ist ja nicht schlimm. Und ich muss ehrlich sagen, also wirklich, ich habe iRacing ein bisschen vermisst. Ich find's gut. Also es fährt sich auch sehr, weiß ich nicht, sehr, sehr spaßig. Man muss ein bisschen mehr machen am Auto als in ACC. Ob das jetzt besser ist oder nicht, das lasse ich außer Wertung. Aber es macht Spaß. Für mich. Und der Mercy, oh, das ist aber auch ein schnuckeliges Baby, sage ich euch. Mann. Was ich halt auch extrem bemerke, ist, dass die Fahrzeuge, auch der Mercedes, sehr schieben. Also sie sind ein bisschen rutschig. Ich bin übrigens 2.52 gefahren. Sauber. Ist noch nicht die Zeit, die ich mir erhofft hätte, aber denke ich mal, ist okay. Was habt ihr denn gerade so auf dem Tacho? Eine 01. Oh, 01, ja. Nichts Gutes. Oh, wie, weißt du? Ey, Pete ist halt auch. Pete ist immer so. Pete könnte im Twilight mitspielen.
So viel wie er rumheult. Pete könnte halt echt in Twilight mitspielen. So ein Emo. Was? Ding, du verstehst das falsch. Das sind erstens nicht meine Fahrzeuge. Ich fahre GT3 sehr, sehr wenig. Bis gar nicht. Ich muss ehrlich, da muss ich mal was dazu sagen. Ohne jetzt eine Bewertung abzugeben, was besser ist oder schlechter ist. Ja. Ich muss ehrlich sagen, in ACC macht mir zum Beispiel GT3 unheimlich viel Spaß. In iRacing geht so. Ja. Nichtsdestotrotz ist iRacing halt meine Sim Nummer 1. Mhm. Wie gesagt, ohne Bewertung, was besser ist oder schlechter ist. Aber in Sachen GT3 liegt mir ACC 10-mal lieber. Und es ist doch etwas anderes Fahren mit den GT3s in iRacing als in ACC. Das ist absolut richtig, aber nicht schlechter, finde ich. Es ist anders. Es ist halt anders, genau. Ich will das da auch jetzt nicht explizit bewerten, aber es ist halt anders. Es ist sehr anders. Ja. Es ist aufregender. Ja, besonders mit dem Heck ist es sehr aufregend bei mir. Ja, da bin ich ganz bei. Das ist sehr aufregend hintenrum auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv. Da musst du unbedingt mal ein Audi ausprobieren. Oh, mach es nicht. Was wärst du, Xentrin? 204. Ah, oh, shit. Und ich hab gedacht, ich hab dich geschnäggert heute, aber kannst du vergessen, du. So weit bin ich. Also 2004, drum. Ja, fehlen nur 4 Sekunden. Also er ist mal eine Sekunde schneller als Reini und ich. Ey, wir haben jetzt aber gar nicht. Er fährt wahrscheinlich wieder mit Controller. Ja, ja, iRacing mit Controller, genau. Wir haben jetzt gar nicht geguckt, wann das nächste Rennen losgeht und haben uns dafür gar nicht angemeldet. Fällt mir gerade auf. Ich hab Angst, Dizzy. Ich auch, dass das erste der Stunde ist oder so. Ich hab Angst. Nee, das zu fahren. Nicht wann es ist, ist mir eigentlich egal. Ach, du sei doch nicht so ein Cheatboxer. Was ist denn mit dir, ey? Du sei doch nicht so. Ich muss auf jeden Fall gleich meinen Spotter nochmal. Ich drehe jetzt nochmal eine Runde, dann fahre ich rein und gucke ich mal, was der Spotter sagt. Ey, die Autos, die schieben sich aber auch so richtig durch die Kurve irgendwie. Oder sagen wir mal, der Mercedes schiebt sich so extrem durch die Kurve. Ich habe immer so das Gefühl, fährst du quer, siehst du mehr mit dem Mercy hier. Und noch was, Dizzy. Ja. Das ist eigentlich relativ wichtig in iRacing, bei den GT3s. Es ist nicht so wie in ACC, wo du voll auf den Stempel gehen kannst, also auf die Bremse. Ja. Und ins ABS reinbremsen kannst. Hier bei in iRacing ist das anders. Ja, das habe ich schon festgestellt. Hier bremse ich auch weitaus zärtlicher. Genau, zärtlicher maximal so 80%. Jetzt weiß ich auch, warum die Leute mir immer gesagt haben, dass sie diese Brake Performance Kits eingebaut haben. Weil du nämlich damit, also ich glaube das Gefühl, wenn man jetzt zum Beispiel Assetto Corsa fährt, also Competition, ACC, wenn du da volles Pfund reinstempelst, da ist man nichts anderes gewohnt. Also da ist man fast eigentlich nur am Bumsen und Ballern in den Anker. Und bei iRacing ist das so, musst du schon mal ein bisschen zärtlicher rangehen an die Nummer. Genau, mehr Gefühl. Genau, das mehr fehlt genau. Mir halt. Ich habe halt keine Gefühle, aber man braucht es. Ach, Pete. Ach, Pete. Okay. Oh, jetzt bin ich aber über das Ziel hinaus geschossen, du. So, dann fahren wir mal kurz in die Boxengasse rein. Und dann müssen wir nämlich mal ganz kurz ellern. Wie hier der Dings ist. Oh, kacke. Ich habe gar keinen Pit-Limiter? Why?
Dann musst du ihn belegen. Dann musst du ihn belegen. Ich dachte, ihr macht das automatisch hier. Nee, das musst du hier alles manuell machen. Richtig. Sicher? Ja. Ja, ganz sicher. Hä? Es gibt Autos, die haben das in iRacing gar nicht. Da gehst du dann halt, musst du gucken, wie schnell du bist, oder du benutzt dann halt Gänge. Ich glaube, bei dem Mazda war es so. Der hat keinen. Und da kannst du, glaube ich, im ersten Gang kommst du genau ans Limit ran. Genau. In der Box. So, jetzt gucken wir mal kurz hier nach Leppi Schmeppi. Gehst du auf Audio? Ja, nur nee, ich muss erst mal gucken, was ich für Rundenzeiten gefahren bin hier. 2.12, 2.7, 2.10, 2.5, 2.6, 2.6, 2.9. Ah, Dizzy, weißt du denn, wie der Start dann abläuft hier, Multiclass und so weiter? iRacing? Nee. Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Also, ist eigentlich fast immer so. Also, ein paar Ausnahmen. Es gibt immer eine Rolle in den Start mit Einführungsrunde. Ja. Und bei Multiclass ist so. Ein ACC kennst das ja. Du wirst ja mit den Pfeilen da eingeordnet. So, wenn es grün ist, dann bist du richtig. Ja. In iRacing musst du selber schauen. Da gibt es keine Hilfen. Du kannst da sofort Schaden nehmen in der Einführungsrunde. Also wie in echt. Genau. Aber das weiß jeder. Das beherrscht da jeder. Zu 99,9%. Ja. Genau, ja, jetzt in den unteren Splits sind halt viele Anfänger, da ist vielleicht noch ein bisschen anders, klar. Aber überwiegend passt es schon. Genau, du gehst halt auf die Einführungsrunde. Ja. Je nach Strecke ist entweder eine ganze Runde oder eine halbe. Das kommt darauf an, wann die, wie neu die ist, die Strecke. Ja. Dann gibt es bei Multiclass. Ist ja so, die schnellere Klasse startet ja immer vorne. Mhm. Es ist auch so, einen Abstand halten machen immer die ersten zwei. Also das, da gibt es keine Vorgaben und nichts. Ja. Und es sind dann Erfahrungswerte. Man lässt halt immer so 5 bis 10 Sekunden Abstand zum letzten von der vorderen Klasse. Ja. Genau, und sobald halt der erste über Startziel ist, beziehungsweise wenn Safety Car dann reinfährt, dann kommt von iRacing ja, die grüne Flagge und ab dem Zeitpunkt geben alle Vollgas. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen. Was? Ja. Im Grunde läuft es so wie in ACC, nur damit, nur du hast keine Hilfen. Ja. Genau. Und du kannst nicht durch Autos durchfahren, ne? Genau. Selbst in der Einführungsrunde. Das mach ich ja schon mal nie, okay? Ich auch nicht. Das mach ich ja grundsätzlich erstmal schon mal gar nicht. Aber nur zur Info halt, ne? Das ist nicht, dass du denkst, oh, jetzt bin ich so weit weg und da kann ich ja durchfahren. Nö. Ist nicht. Auto kaputt, Gegner kaputt. Gegner verärgert, Gegner... Von Gegner kriegst du watschen. Obwohl, eine Hilfe gibt's ja. iRacing sagt da, ob du in der falschen Position bist. Also, ob du Catch-up-Position irgendwas. Ja. Das ist das Einzige. Das sagt der Spot da. Ansonsten musst du alles selber schauen. Okay, ich ist natürlich hilfreich, wenn man vielleicht mal Rennen anschaut. Man kann jederzeit Rennen von den anderen auch anschauen. Wenn man jetzt noch ganz unsicher ist, dann weiß man ungefähr, wann es losgeht. Wow. Ich habe mich gerade erstmal richtig schön weggeschossen. Es ist einfach... Es ist ein Abenteuer mit den Autos. Es ist einfach ein Ab. Oh. Ja. Oh. Bumm. Das ist halt auch Glatteis, ne? Ich glaube, ich muss mal ein neues Auto besorgen. Gibt's von uns unendlich viel. Oh, was ein Team, ey. Da hat endlich mal einer dran gedacht, dass man nicht fahren kann. Ja, muss ich gleich mal wegfahren, ich sehe so wenig.
Ich habe so eine komische, so eine Kimme vorne in der Motorhaube. Ah, hier, die Alpen. Ich habe die Alpen in der Motorhaube, ja. Ja gut, ich sag mal so, eine 2-4 wäre schon noch stabil in der Trainingssession. Also so viel möchte ich schon noch in der Aufnahme haben, ne? Muss ich sagen. Ja, die wollen wir dann jetzt auch sehen. Ja, ich muss erstmal mein Auto wechseln. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ledier. Und da ich mir abgewöhnt habe, mich rein zu porten, versuche ich immer zum Ende zu fahren, außer ich habe wirklich Vollschaden. Okay, ich habe ein Pit-Limiter, habe ich schon mal. Siehst du, in weiser Voraussicht hatte ich den Pit-Limiter hab ich schon mal belegt gehabt. Sehr gut. Irgendwann mal. Nice. Okay, dann hole ich mir mal schnell ein neues Auto. Ich habe natürlich keine Overlays an, also kein Caps und. Well done, get going. Ja, wenn du dann halt Rennen fährst, müsstest halt wissen, wie viel du nachtanken musst. Das kommt ja... Nee. Aber jetzt noch bei Imsa nicht, oder doch? Ja, doch. Das ist ein langes Rennen, da ist ein Boxenstopp. Wie lang geht das? Eine Stunde, ne? Ja. Und dein Tank ist limitiert. Das machen die extra so, dass du an die Box fahren musst. Eieieiei. Ja, aber das können wir ja machen, wenn es denn soweit ist, oder nicht? Dass wir das mal ausrechnen und so. Wir sind Ich hab dir bei dir mal gesehen, dass du Caps hast. Genau. Dann machst du das an, das Caps? Jetzt gerade habe ich es nicht an. Nein. Ich meine, wenn es dann um Rennen geht. Ja. Wo man auch nachtanken muss. Oder wo man den Sprit ungefähr ausrechnen muss und so. Ja. Und dann sagt er dir auch von Caps, das kannst du dann ablesen, wie viel musst du noch nachtanken. Oh ja, na großartig. Genau, gibt's einen Fuel Calculator, musst du halt aktivieren, wenn er noch nicht aktiviert ist. Und da steht alles dabei. Musst du halt dann in deiner Blackbox auswählen. Oh, am besten noch eine Runde mehr Liter reinmachen, vorsichtshalber. Also wenn er anzeigt, 4 Liter irgendwas braucht er pro Runde, dann macht man halt nochmal die 4 Liter mehr rein, als er anzeigt. Ja. Und dann gibt es halt noch eine Sache, je nachdem wie du das jetzt schon eingestellt hast. Reifen wechseln, ausmachen. Musst halt dann alles abwählen. Das habe ich standardmäßig mittlerweile schon ausgemacht, ja. Alles klar. Wunderbar. Sehr gut. In der Inni, ne? Genau, das müsste eigentlich aus sein. Ich guck mal. Ah, perfekt. Ja. Ist alle, also leer. Das macht man ja nur in Endurance-Rennen, habe ich gehört. Genau. Und da kannst du das halt, die 4 Haken sind halt schnell gemacht. So. Ich bin nur 3000stel von Herrn Mutti weg. Ich muss sagen, ich muss 59er gehst. Ich muss dann jetzt 2-1er fahren, eine 2-4er fahren. Das war irgendwie so mein Ziel im Training heute. Okay, natürlich habe ich jetzt... Der driftet gut, der Mercedes, ey. Was macht der? Der driftet gut, alles. Ja, mir zu viel. Ich musste... hatte den Slowdown drin gerade. Ich hatte den Slowdown, hab reingeschissen. War nicht gut. Und das ist jetzt auch neu in iRacing, generell ihr beste, neueste Erfindung, Kappa, dass dir auch angezeigt wird, deine Slowdown, wann du die oder wie lange du Zeit hast, die abzusetzen. iRacing komplett neu erfunden. Wie er jetzt eben gerade mit seinen 63 Jahren, die er alt ist, noch Kappa hinterlegt, weißt du? Ja. Und das auf YouTube, in der Aufnahme! Das schneidest du raus!
Schneidest du raus? Kappa! Natürlich mache ich das. Keck W! Was? Was ist das denn jetzt wieder Neues? Ja, das ist wie die Slowdown hier. Wird halt angezeigt seit neuestem, Kappa. Ja, ich glaube, ich habe auch eine Slowdown, ey. Den Kopf. Ah, nice. Ich wollte damit eigentlich gesagt haben, Race Room hat das schon 4-5 Jahre. Und iRacing hat das jetzt seit 2 Wochen. Ey, ganz best, neue Erfindung. Besser spät als nie. Ja, stimmt schon. Okay. Auf geht's. Attacke. Also 2-4. Echt so los auf der Hinterachse, ne? Ja. Das ist er in der Tat. Kleine Bestie ist es. Der weiß halt nicht, wohin mit seiner Kraft. Ist halt wirklich so. Kommt einem wirklich so vor. Ja. Aber klingt tut er schön. Das ist. Schönes Schaltgeräusch. Oh Mann. Aber 2-4 ist nicht greifbar. Shit. Bin noch zu unsicher. Wollte ich sagen. Meine 59er ist auch nicht greifbar. Naja. 2-5 läuft, aber 2-5-4. Mal sehen, ob das hier noch was wird. Oh. Wer von euch eigentlich von den Zuschauern und Abonnenten fährt dann auch iRacing? Und wie lange? Das würde mich auch mal interessieren. Gibt es schon welche, die super viel Erfahrung haben, die jetzt hier gerade zugucken? Oder wer spielt denn auch mit dem Gedanken, eventuell mit iRacing anzufangen? Und guckt sich das deswegen mal an? Das würde mich auch mal interessieren. Boah, das ist aber auch harte Arbeit mit der Karre hier, du. Shit. Ja, da habe ich mal kurz wieder die Alpen nachgebaut. Ein bisschen vorsichtig. Wer kommt denn da hinten angerollert? Ja, guten Tag. Ja, moinsen. Oder ich habe einen richtig großen Frosch im Hals gerade, du. Ich glaube, das wird im ersten Video nichts. Also, wenn das erste Video nicht 20 Stunden werden soll,
dann wird das hier, glaube ich, nichts mit der 2-4er-Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr mein Auto kaputt ist. Aber ich würde das gerne noch schaffen, ne? Es war eben gar nicht so weit davon entfernt, aber... Viel fehlt da nicht mehr. Nee! Ich fühle mich auch immer sicherer, aber... Ja, okay. 50er. Was hast du denn gemacht? Ja, ich fahr jetzt. Richtig. Du fährst richtig. Wie geht denn das? Was bist du gefahren? 1,57? Ja, 59. Oh. Ja, der muss es wieder übertreiben, ne? Mit seinen 250 Jahren Simracing-Erfahrung. Zum Kotzen, sage ich dir. Ja, Mann, seid die kleine Alien-Mutti. Oh, jetzt komm, gib mir noch eine 2-4. In der ersten Session. Sonst wäre ich aus dem Team geschmissen. Das war die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt aufnehmen. Ich musste 2-4 fahren. Wurde von der Teamleitung gesagt, sonst wäre ich rausgeschmissen. Und dann bin ich wieder auf dem Markt, was Rennteams angeht. Aber ich möchte gar nicht. Bestimmt schon alle Schlange, ne? Oh, bestimmt. So einen erfahrenen Fahrer möchte doch jeder haben. Kappa. Hör auf damit, du verarsch mich. Zentrum, was hast du für eine Zeit? 2:00:49. Ja gut, ich bin halt wieder schlusslich. Aber gut, ich bin ja auch zum Trainieren hier. Dizzy, aber das weißt du schon, das kennen wir von ACC. Training ist wirklich alles. Und ich weiß jetzt nicht, wie oft du schon generell mit dem Benz gefahren bist oder GT3. Zweite Mal heute. Ja, siehst du, also da sollte man jetzt nicht zu viel erwarten. Auch du selber von dir nicht. Nö. Weil das dauert wirklich. Du, ich glaube, mit der 2.5 kann man relativ zufrieden sein. Würde ich sagen. Nee. Gut. Fürs erste Mal, meine ich. Ja, natürlich. Das auf jeden Fall. Aber du wirst merken, dass du halt, und das ist nicht böse gemeint, mit der 05, wenn du ein Rennen fährst und selbst wenn du die stabil fährst, wirst du dich krumm und dämelig ärgern, weil die fahren dir um die Ohren. Die fahren Kreise um dich. Auch in deinem Split. Jetzt bin ich motiviert. Nee, ja, so wollte ich das halt nicht. Ist alles gut. Man muss auch mal den Tatsachen ins Gesicht schauen und einfach sagen, dass man scheiße ist. Du bist nicht scheiße, du bist nur im Moment noch langsam. Na, das ist doch scheiße. Lieber langsam und safe, als schnell und alle zwei Runden sich abledern. Ja. Das kennen wir ja nun auch zu Genüge, egal welche sind. Spielst du jetzt gerade auf das 12-Stunden-Rennen auf Bathurst an bei meinen ersten beiden Stints? Nein, gar nicht. Doch, doch. Nein. Aber wir sehen das oft, dass Leute in der Quali Monsterzeiten fahren und im Rennen nichts geschissen kriegen. Wenn man dann noch Druck macht bei denen, dann ledern sie sich in jeder zweiten Kurve ab. Das meine ich damit. Und die meinen, die werden dann halt immer die größten und geilsten und legen ihre dicken, du weißt schon, auf den Tisch. Oh, sorry. Aber, ja. Ja. Ja? Ja. Die dicken Eier. Das hast du gesagt. Gehen wie John Wayne, also wenn man das überhaupt noch kennt in unserer Zeit. John Wayne? John Wayne kennt man, oder? Wer ist denn das, KW? Ja, das war... Oh, mit der mit den zwei schnellen Colts und der gegangen ist, wie wenn er Elefantissima aus hätte. Ach so, ja. Also dicke Eier. Ja. Keep
car ride. Oh, da will's aber einer wissen, neben mir hier. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Oh, Xetra, du bremst mich aus, du Schwein. Ach ja. Ich war gerade voll auf Kurs für eine 2-4, du Ratte. Guck dir das an, wie du hier rumeierst mit dem 300er Ping auf australischen Server. Oh, wie er mir die Rundenzeit kaputt gemacht hat. Das wäre eine 0-1 geworden. Aber eine 59. Oh, jetzt bin ich schon wieder eine Sekunde minus wegen dir. Hat er mich voll ausgebremst, ey. Toller Teamkollege. Wie er mich ausbremst. Mit Absicht. Guck dir das an. Ja. Guck dir das an, wie er mich ausbremst. Diese Verwirbelung, ne? Boah. Das ist wieder die ganze dreckige Luft, die vorne reinkommt. Also da müssen wir aber mal mit dem Teamleiter über die Stallordnung reden hier. Ob das weiter so bleibt mit uns beiden als neuen Fahrerzentren, dass du nach vorne wegfährst, weißt du? Na, hast du die Runde weggehauen? Ja, gekattet. You got a slow car on the left. So recht! Suzuka ist halt echt schwer, einen Groove reinzukriegen, ne? Einen schnellen Groove. Oh Gott. Was? A251. Ja, 12.51 ist halt das Schnellste, was ich gerade zu bieten habe, leider. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Teamchef, mit 2.4. Da müssen wir nochmal über die, da müssen wir nochmal über die Vertragskonditionen reden, bitte. Ach, gibt's, weniger Spießen oder irgendwas? oder sowas, vor allen Dingen. Da wird die Custom Livery gleich mal, abgezogen, die gibt's nicht mehr. Ah, Mist, ey. Okay, letzte Runde versuche ich. Versuche es jetzt noch einmal und dann ist, glaube ich, auch die erste Session vorbei. Und dann versuche ich nochmal, ob ich vielleicht heimlich ohne Aufnahme üben kann. Oder ich nehme einfach Xentren auf. Auch eine Idee. Okay, jetzt hängen wir uns voll rein. Uff.
Na gut, eine müssen wir danach noch. Mann, bei den zwei Kurven verliere ich so viel. Bin ich noch nicht sicher. Ich muss ganz ehrlich sagen, für die erste Trainingssession macht echt Spaß. Also unerwartet viel wieder so. Fühlt sich gut an. Sag mal, bin ich zufällig schon eine 2-4 gefahren? Ja, 2-4-2. Letzte Runde anscheinend. What the fuck? Und dann geht auch noch eine 0-3. Oh, meine Teamverlängerung! Da ist meine Teamverlängerung! Yes, Vertragsverlängerung! Ach, nochmal Glück gehabt, ja. Da kann man sich auch mal freuen. Oh, nee, da hab ich verkackt. Ah, Scheiße. Okay. Tja, dann fahren wir mal die Outlap und sagen wir dessen vielleicht sogar schon mal Tschüss nach der ersten Runde. Meine Damen und Herren da draußen an den Empfangsgeräten, ich bedanke mich, dass ihr die erste Session von uns geguckt habt. Gemeinsam. Wir sind an der Stelle, möchte ich extra sagen, nochmal Get Pole Racing. Ja. You got about 5 laps of fuel left. Also, ich musste kurz mal hier Jeff zuhören. Wir sind Get Pole Racing. Kann man ja ruhig 4 sagen. Ich bin ja weiterhin im Team nach der 2-4, die ich gefahren bin. Das hier könnt ihr uns gerne mal Feedback geben, was ihr davon haltet. Und eventuell nicht so cool findet, was ihr euch wünschen würdet, was hier draus wird. Ich denke mal, dass die nächste Folge das erste Rennen auf Suzuka sein wird. In der Tat. Und ich weiß gar nicht, ob es mit mir alleine sein wird oder ob jemand dabei sein wird, weil, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, haben wir alle unterschiedliches i-Rating und da wird es vielleicht schwer, in dasselbe Rennen reinzukommen. Ich möchte mich übrigens kurz mal bei euch bedanken, also Pete, Sentrin und Reini, dass ihr quasi da mitmacht und dabei seid, denn ich finde das so ein bisschen unterhaltsamer, diese Sim zu lernen. Möchtet ihr vielleicht noch irgendwas sagen? Ja, hat auch Spaß gemacht und tschüss, Chat. Genau. Chat vor allen Dingen. Ja! Kappa. Kappa. Ich bin ein Kappa. Tschüss. Ja, macht's gut, ne? Ja, tschüss, danke. Bis zu sehen. Ihr seid echt die besten Tschüss-Sager EU-Fest. Ich wollte nur was sagen, aber... Ja, dann sag das doch, hau rein! Ja, du willst noch was sagen oder nicht? Glocke aktivieren. Ach so! Ja, Leute, die Glocke müsst ihr aktivieren und schön auf Abonnieren drücken. Genau. Abonnieren. Abonnieren. Freunde der Sonne... Schön, dass ihr da wart. Das war der erste Teil quasi von dieser wunderschönen Serie. Viele werden kommen. Lasst es euch gut gehen. Und denkt dran, aktiviert die Glocke, sagte Reini. Und wenn Teamchef sagt, Glocke aktivieren, dann wird die Glocke aktiviert. Und wir reden jetzt nicht von Glocke aktivieren, abfolieren wie bei Pete, sondern die Glocke bei YouTubes. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann.